weiter geht ja jetzt unsere kleine aufhebte Runde beim Bus Simulator 21. Ich starte kurz noch mal die Route neu, damit er die letzte Haltestelle drin hat. Warte mal, ich muss gerade gucken, wie jetzt fahren. Jo. So, also, damit herzlich willkommen zurück zum Bus Simulator 21. Wir sind immer noch dabei, Sonnenschein aufzuwerten. Und das ist der Plan dahinter. Dadurch, dass jetzt eine Haltestelle weggefahren ist, deswegen habe ich eben die Route nochmal neu gestartet. Und brauche ich dieses Wendemanöver an der vorletzten Haltestelle nicht. Dann endet der quasi eine Haltestelle früher. Am Nordhof, glaube ich, war das. Heißt die Haltestelle. Da brauchen wir nicht extra hier zum Müllerweg hochzufahren. Nicht zum Müllerweg, zur letzten Haltestelle hier. Ich weiß schon, was ich meine. Ja. Jetzt gerade gucken, ob ich richtig habe. Ja, das ist halt immer ein bisschen doof. So, warte mal. Ich muss mal gerade kurz gucken. Warte. Jetzt habe ich natürlich den Bus hinter mir. Warte mal. Moment, wo ist mein Hut hin? Kann ich den nicht wenden? So ein Scheiße. Das sind nur noch 8 Haltestellen, ne? Ja, das sind tatsächlich nur die 8 Haltestellen. Ja. Genau, da war nämlich diese Haltestelle mit Hauptplatz und dann musste ich das Ding drehen. Sonst hätten wir auch drum fahren müssen. Das wäre auch eine Idee gewesen eigentlich tatsächlich. Hört mir gerade auf. Aber egal. Komm, passt schon. Jetzt haben wir es mal drin. Jetzt fahren wir so. Ich habe jetzt rausgenommen und jetzt ist es. Okay. Jetzt sind es 8 Haltestellen, die wir anzufahren haben. Und es ist halt etwas praktischer mittlerweile. Jetzt gibt es hoffentlich etwas schneller mit der Aufwertung. Wie gesagt, wir haben ja den Kollegen noch hinter uns, der jetzt quasi mitfährt, der das Ding eigentlich in die andere Richtung fahren sollte. So nebenbei gerade. Steht hier mal weiter? Das ist aber keine Haltestelle für uns, das ist die 6. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt zur Müllerstraße fahren, wo die Route ja offiziell beginnt. Offiziell beginnt diese Haltestelle. Deswegen ist das halt der Vorteil, dass der... Wir sind jetzt quasi auf Leerfahrt. Also eigentlich hätten wir keinen Fahrgast mit dabei haben dürfen, wundere mich eigentlich, warum nicht ausgestiegen ist. Leerfahrt bedeutet halt, also Dienstfahrt bedeutet halt, es darf kein Fahrgast mit drin sein. Wir fahren an einer Haltestelle von A zum, vom Endpunkt der einen Route zum Startpunkt der anderen Route. Das habe ich hier tatsächlich bei uns auf der Linie öfters. Oder Linien, weil dann die eine dann endet. Das ist einer, das also die gut zum Telefonieren wahrscheinlich gerade, ne? So. Und ich habe schon Leute tatsächlich gehabt, die mich gefragt haben, ja, sie fahren jetzt gerade mal, wo fahren sie denn jetzt hin? Ich so, da und da hin. Ja, von der letzten Haltestelle aus. Ja, können Sie mich dann mitnehmen? Ich muss da ja hin. Nein, das ist eine Leerfahrt. Ach komm, machen Sie nicht, seien Sie nicht so. Ich so, nein, mache ich nicht. Das Prinzip schon nicht. Weil, stell dir vor, es passiert ein Unfall. Und dann sage ich, ja, der Fahrgast, da ist ein Fahrgast drin gewesen, der hat sich verletzt. Dann wird mein Chef auch fragen, warum hast du Fahrgäste mit dabei gehabt? Du hast eine Dienstfahrt gehabt. Ja, der Fahrgast ist da nicht versichert und ich krieg einen Haufen Ärger. Also deswegen, nein, aus Prinzip schon nicht. Und das ist nichts Böses gemeint, nicht böse gemeint oder was auch immer. Es geht einfach schlichtweg nicht. Es ist einfach versicherungstechnischer, sicherheitstechnischer Grund, warum das geht, und dann braucht ihr bitte auch nicht betteln und sagen, hey, kannst du nicht mal, mach doch nicht, wir passen auch auf, nein. Wir haben jetzt erst letztens einen Unfall gehabt mit dem Bus, also mein Kollege, ja, du bist gegen mich gefahren, du Arsch. Das ist deine Schuld. Meinem Kollegen beim Bus, wir haben jetzt zweit auf dem Bus, hatte erst vor drei Wochen den Unfall, da hat ihm mein Auto die Vorfahrt genommen und ja, wäre das schlimmer ausgegangen und wäre dort ein Fahrgast drin gewesen, ja, das wäre doof, richtig doof gewesen und deswegen, wie gesagt, wir machen es nicht. Es ist nie irgendwie eine Schikane oder böse gemeint, wenn wir sagen, nein, wir machen es nicht. Wenn wir dürften, würden wir es wahrscheinlich tun, aber nein, es geht schlichtweg nicht. Und da
heißt es auch nicht, nö, mach mal Ausnahme bitte. Nein, mach keine Ausnahme. Punkt. Das geht nicht. Ja. Nicht immer, wenn der Busfahrer sagt, nein, ist nicht, dann ist das immer böse gegen den Busfahrer, gegen den Fahrgast gemeint. Das ist einfach, teilweise hat das einfach seine Gründe. Warum ist es so? So, ich schicke die Olle da Gott sei Dank aus. Sollte eigentlich nicht, wie gesagt, dabei sein. Das ist halt absolutes No-Go. Die Müllergasse. So, jetzt habe ich die hoffentlich aufwerten, ne? Müllergasse. Ist immer noch nicht, ey. Das ist diese Scheißhaltestelle. Die gibt mir gerade ein bisschen gesagt. Das ist die Scheißhaltestelle, die darf ich nicht. Die will nicht aufgewertet werden. So, die drücken sich natürlich jetzt alle hinten rein. Das ist eigentlich, wie gesagt, bei mir. Ich habe es ja schon letzte Folge mal erzählt. Es ist halt ein No-Go. Genau wegen solchen Leuten. Und du stellst mit deinem Scheiß-Handy in der Tür. Komm her, oder? Den hätte ich jetzt am liebsten schon aus der Haltestelle aus dem Bus rausgekickt. Also rausgekickt, rausgebeten, rausgeschmissen. Ich mit dem Kung-Fu-Kick oder so. Nein, nein. Also ich verletze keine Fahrgäste. Warum auch? Sollte man nicht. Warte mal, tut nichts lassen. Das ist aber das Busfahrer war scheiße. Ja, diese scheiß Aufwärterrunde, das geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Ich hätte es so gerne schon fertig gehabt, die Aufgabe. Boah, habe ich das gerade alles ein bisschen verhindert oder behindert daran, die Mission erfolgreich abzuschließen. Aber es gehört halt leider dazu. Ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. Oh nein. Ja, besser als Blumen zu gießen, als ein Herd auszumachen oder so, ne? Windfeld Ost. Ja, es ist Windfeld. Zunächst ist es halt. Müsstest du sie her nach vorne kommen, bitte, und sagen, mal zeigen, dann könnte ich das auch sagen. Ich habe tatsächlich auch schon solche Fragen erlebt, die dann vorne vorne kommen. Ja, ist diese Fahrkarte überhaupt noch gültig? Kann ich damit fahren? Ist so, gute Frau, gucken Sie mal, da steht eine Uhrzeit drauf. Da steht drauf, bis wann die gültig ist. Ab danach nicht mehr. Danach brauchen Sie eine neue. Ich habe das jetzt letzte Woche gehabt, auf meiner letzten Runde. Da hatte ich drei Jungs drin, die hatten eine Fahrkarte, die Route gibt eine Stunde, die hatten eine Fahrkarte, die 20 Minuten noch gültig war, ab dem Startpunkt. Ich habe gesagt, mit der Route-Karte könnt ihr aber nicht bis zum Ende fahren. Ja, was machen wir dann? Also, die Jungs waren, komme ich aus der Türkei oder so, glaube ich, wie auch immer. Ist ja auch irrelevant eigentlich. Also ganz einfach, ich nehme euch jetzt die zwei Zonen, ich nehme euch zwei Zonen raus, obwohl die eigentlich drüber ist, ich komme eigentlich ein bisschen entgegen. Aber ihr müsst jetzt quasi die letzten zwei Zonen noch bezahlen. Haben sie mir das Geld in die Hand gedrückt? Haben sie das nicht verstanden? Also habe ich wahrscheinlich kein Deutsch verstehen. Ich habe denen dann gezeigt, was ich von denen will, was ich haben will. Also die zwei Zonen eingegeben, die Anzahl war drei, weil die alle drei auf einer Karte waren. Und ich habe denen dann quasi eine Runde, zwei Zonen kosten 3,90 bei uns, mal drei ist 11,70 €. Das habe ich auch denen dann eingegeben in die Kasse, habe ich dann gezeigt, das brauche ich mal neu. Ich habe die mir jetzt 5 Euro in die Hand gedrückt und damit war das Thema auch erledigt. Ich bin ihnen da schon ein bisschen entgegengekommen. Ich habe denen schon gesagt, okay, eigentlich müsstet ihr sogar drei Zonen zahlen. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, ich nehme zwei Zonen und dann ist das Thema auch erledigt. Also das ist okay. Manchmal ein bisschen, auch für den Fahrgast ein bisschen entscheiden, dem ein bisschen helfen. Klar ist das manchmal nicht immer richtig, gerade wenn die Zeit abläuft, aber gut. Ich habe jetzt ein bisschen Kulanz gezeigt, habe gesagt, es ist in Ordnung, wir können so mit einem Ticket fahren. Oh, dann passt. Ach so, ich wollte gerade sagen, kriege mein Handy, aber nein, das ist nicht das Handy, das ist hier wieder irgendeiner, der meine Musik dazu ist. Fahrkarte haben? Nein, können Sie nicht, lassen Sie mich in Ruhe, steigen Sie aus, gehen Sie zu Fuß. Nein, alles gut natürlich. So. Eine Fahrkarte bitte. Ja. Machen wir so. Fahrkarte, Fahrkarte, Fahrkarte. Warum zahlen Sie eigentlich einen 5 Euro Fahrkarte mit einem 20 Euro Schein? Das ist doof. Macht das jeder, haben wir irgendwann kein Wechselgeld mehr drin. Ich habe das tatsächlich sogar schon gehabt. So. Ich habe einen. Damals kostet die Fahrt von uns aus, also vom Startpunkt aus nach Leipzig, kostet damals 6,80 Euro. Ich habe eine Gruppe mit 8, 9 Leuten gehabt oder so, die da an einer Haltestelle standen. Und die haben jeder ungelogen mit 10 Euro oder 20 Euro gezahlt. Ich hatte tatsächlich irgendwann kein Kleingeld mehr in der Tasche.
Das ist immer doof. Ich musste dann tatsächlich mehrere Scheine wechseln, in Kleingeld wechseln. Dann muss ich extra zu unserem Hof fahren, zu unserem Betriebshof fahren, der so 20 Kilometer weg liegt vom Einsatzort. Und sagen, ich brauche mal kurz ein bisschen mein Wechselgeld. Ich habe viele Fahrgäste gehabt, die kein Wechselgeld, die keinen nur 10-Euro-Schein hatten. Und das ist dann immer recht nervig. Bitte guckt, dass ihr halbwegs passend bezahlt, wenn möglich. Aber und nicht alle mit immer 10, 20 Euro, dann teilweise 50 Euro Scheine. Also ich hatte sogar schon einen mit 100 Euro Schein. Also der kam zu mir, der wollte ein Ticket für sich und seine Familie haben. Die kosten, glaube ich, 5, 6 Euro oder so, glaube ich, insgesamt. Oder 10 Euro war das, oder 12, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und der kam dann mit dem 100 Euro Schein hin. So, was soll ich denn damit? Nicht zahlen, nicht zahlen. Nein, ich nur nichts zahlen. Nicht mit 100 Euro. Für Geld. 10 Euro sage ich Maximum. Alles andere dürften wir drüber auflegen. Ich habe jetzt ablehnen. Ich habe jetzt eine Frau zum Beispiel, weil ich wusste. Ja. Die habe ich abgelehnt, weil ich hatte gerade angefangen und hatte natürlich dementsprechend noch nicht so viel Geld mit dabei. Ich habe zum Beispiel am Start 20 Euro, maximal 30 Euro, die ich mit dabei habe. Mehr nehme ich nie mit. Die Einnahmen, die vom Vortag sind, die schmeiße ich dann quasi raus. Und dann tue ich dann gesondert weg. Und die fing an, eine Fahrkarte, die kostete 7 Euro noch, was ich brauche, eine Fahrkarte bis da und dahin, kostete 7 Euro und legt mir einen 50 Euro Schein hin. So kann ich nie machen. Ja, wieso kann ich das nicht machen? Also so viel Geld habe ich nie mit, ich habe so viel Wechselgeld dabei. Ja, was soll ich denn machen? Jetzt soll ich entweder gucken, dass ich gleich wechsle, mein Fahrgast, ja. Oder müssen sie halt zur Bank gehen, wechseln und aussteigen und den nächsten Bus nehmen. Es geht halt nicht anders, ich kann es halt nicht machen. Ne, zweimal ist über die Situation, genau. Und beide Male ist der Fahrgast der Fahrgast halt. Also beim ersten Mal ist der Fahrgast ausgestiegen, ist zur Bank gegangen, hat Geld gewechselt, ist am nächsten Bus noch rübergenommen. Also dann stehen oder die hatte ich dann am nächsten oder übrigens nächsten Tag wieder drin, hatte ich das in Ordnung. Fast schon. Ja, ich kann es ja nicht machen, ich kann dir nicht ändern. Also es ist halt einfach. Ich kann nicht an einen Fahrgast einmal ein ganzes Kleingeld rauswerfen, das geht nicht. Das ist ja ein bisschen blöd von dem Fahrgast gegenüber und auch für mich. Und beim zweiten Mal hat die Dame dann, eine andere Dame, hat das Geld dann beim Fahrgast gewechselt. Da ging das dann tatsächlich auch noch. Da haben sie dann hat zwar ein bisschen Zeit gekostet, aber so konnte der Fahrgast dann wenigstens mitfahren. Und was ich hier mache, ist gerade, wenn man jetzt mal eingepennt, wo sind der? Bist denn du? Ich bin eingeschlafen. Ich bin eingeschlafen. Ich bin letzte Woche mit meinen Kindern ins Planetarium. Ich habe jetzt ein. Geh mal kurz durch. Ich mache mal eine Kontrolle gerade, damit hier irgendwas nämlich eingeschlafen. Moment. Hier. Was? Ach so. Hier. Warte, wo ist denn der Fahrgast eingeschlafen? Die ist gerade so voll. Hier ist die Fahrkarte. Na klar. Und na hier klar. Ist ein Foto meiner hier, bitte. Katze. Sie keiner. Doch, hier ist sie. Hier ist sie. Oh, wir haben keinen einzigen Schwarzfahrer. Wir hatten keinen Schwarzfahrer heute in der Besetzung hier. Hey, wie gesagt, ich immer alles, was wir gegen den Fahrgast entscheiden, ist Schikane. Das hat auch nichts mit Schikane zu tun. Das ist einfach, manchmal ist es halt nicht anders möglich. Und wenn ich halt nicht viel Wechselgeld dabei habe oder beziehungsweise gerade angefangen habe, klar, wenn ich natürlich viel eingenommen habe an dem Tag und das ist halt die letzte Runde zum Beispiel, ich habe es, kann ich es auch machen, das ist kein Problem. Aber es ging zu dem Zeitpunkt nicht. Es war die erste oder zweite Runde und ich hatte nicht allzu viel früh. Gerade wenn du früh fährst, der erste Bus bei uns geht, glaube ich, um 3:30. Also 20:04, glaube ich, der erste, ja. Und wenn ich dann die ersten Leute nicht drin habe, und der erste kommt schon direkt mit 50-Euro-Schein, geht das nicht mit. Wenn das die dritte Runde ist, die dann so mittags rumgeht und du hast schon zwei Runden durch und du hast halt viel Geld eingenommen, gerade auf diesen Runden nimmst du Geld ein, dann kannst du auch mal sagen, okay, ja, passt, das ist kein Problem, aber ich habe schon früher morgen, erste Runde, 6 Uhr angefangen, 7, 8 Uhr kam der erste mit einem 50-Euro-Schein. Was soll ich denn damit? Ja, ich zahle. Nein, du nicht zahlen. Du steigen, du wechseln. Ich habe kein Geld dabei. Warum? Brauche ich nicht. Nee. Und dann fangen die Leute an zu diskutieren. Hallo, ihr könnt auch vorne einsteigen, ihr müsst Fahrkarten kaufen. Ach, ich hasse das, ey. Ist
trotzdem auch Stuhl vorne. Ja gut, das kannst du nicht, ne, weil... Ich will da aussteigen. So. Kannst du... Stimmt, du Arsch mit dem Scheiß. Liebe. Hallo, fahr mal. Ihr müsst auch manchmal ein bisschen uns verstehen und nicht immer nur an euch. Klar, manchmal ist es nicht möglich. Ey, wir sind gerade von der Schalthaltestelle weg, Geister. Lern doch einfach mal vernünftig. Das steckt bestimmt keiner aus, oder? Nö. Dann muss ich anhalten und ich steige keiner aus. Den Fahrgast muss aussteigen, bitte. Nein, muss auch nicht. Ja, aber du hast ja dann halt einfach wirklich die ganze Zeit irgendwelche Diskussionen mit irgendwelchen Leuten. Die sich dann so unrecht behandelt fühlen. Natürlich ist das immer scheiße, wenn man sagt, man hat einen Termin und kann, will eigentlich zahlen, kann aber nicht, weil halt der Schein zu groß ist. Letztendlich muss dann aussteigen und muss dann wechseln und muss dann irgendwas machen. Kostet auch wieder Zeit. Manchmal ist es halt einfach nicht möglich, wenn dann wirklich jeder mit einem 50-Euro-Schein vor dir steht auf einmal und du hast irgendwann einen dritten oder vierten, dann hast du aber kein Geld mehr, kein Wechselgeld mehr drin, dann hast du aber einen Haufen 50-Euro-Scheine. Was soll ich denn da machen? Nee, das geht manchmal. Deswegen einfach sage ich von Anfang an, nein, ist nicht, ist zu viel. Gerade wenn ich gesagt, wenn es früh die erste Runde ist, ist es einfach zu viel. Später, wie gesagt, im Laufe des Tages ist es kein Problem, aber nicht dauerhaft. Das nervt halt irgendwann einfach. Und wenn ich eine Fahrkarte habe, was ich auch schon gehabt habe, eine Fahrkarte, 93, zwei Zonen gekauft, 50 Euro schon hingeballert. Was soll ich denn damit? Ja, ich zahle. Oder nee, genau, eine Zone war es, 2 Euro, genau. Das waren 3-4 Haltestellen oder so. Und ich will 50 Euro Schein, das weiß ich damit, soll ich damit. Ja, ich will bezahlen. Ich zahle doch nicht mehr 50 Euro Schein, 2 Euro Tickets. Warum? Geht nicht. Nein, mache ich nicht. So viel Geld hast du nicht mehr. So, das Glück gehabt, dass der keiner rübergegangen ist. Ich habe die drei gesehen, die da angelaufen kamen, aber die waren noch nicht so weit. Da ist der gegen den Bus kurz gegangen schon. Das ist... Geht nicht. Da haben wir den Vorteil, dass wir eine Haltestelle schon rausgenommen haben, also die etwas weitere Haltestelle. Das bin ich diesen Wechsel da machen müssen. Wir haben jetzt noch 3 Haltestellen und dann sind wir durch schon mit der Runde. Ich fahre ja, wie gesagt, einmal pro Runde fahre ich ja. Einmal eine auf der Runde fahre ich ja pro Folge. Und die Folge soll zu lang werden. Ich liebe Daniels Honig einfach. Oh, du liebst Daniels Honig also. Hm? So, ich glaube, wir müssen noch einmal fahren. Wenn alles gut läuft, dann fahren wir noch einmal und dann sind wir durch. Ach du Arsch, Alter. Mit deiner scheiß Blockiererei, mit deiner scheiß Tür. Geh weg. Ich, oh, Alter. Der guckt schon so. Ich bin hier der Chefblockierer. Wahrscheinlich die Tür stehe oder sowas, weil er denkt, Leute, ich muss die Tür blöcke, du kommst nicht rein. So, na gut, wie dem auch sei. Ja, wir haben jetzt noch die Sonnenleitner auf, wir haben noch die Sonnenstraße und dann geht es jetzt zum Startpunkt zur Müllerstraße zurück und dann hoffe ich, dass wir bald alles durch haben hier. Die Runde noch einmal fahren. Also ich hoffe, dass wir es in der nächsten Folge durch haben, dass wir danach mit der neuen Mission in eine neue Folge gehen können. Autsch! Das war die scheiß Straßenlaterne. Da war die Straße, er war ein bisschen zu fix unterwegs. Das hätte ich normalerweise in Real Life tatsächlich nicht gemacht. Wenn da ein Auto gestanden hätte, ich hätte gewartet, bis der raus ist. Und ja, und dann kann man ohne Probleme auch um die Kurve fahren. Hier beim Bus-Simulator habe ich... Oh, Entschuldigung! der sagte gerade, die ist zu eng, die
die Haltestelle, die Serpentin. Fahr da bitte vorsichtig, ja? So. Ich weiß gar nicht, wo der Kollege da unterwegs ist gerade. Der ist hinter uns, ha? Der hat ein ganzes, der ist ein ganzes Stück hinter uns. Den habe ich gerade abgehängt. Mehr oder weniger abgehängt. Der findet, glaube ich, in die gleiche Richtung. Der sollte uns eigentlich entgegenkommen. Aber der fährt die ganze Ding jetzt mit. Also egal, alles gut. Dann ist es halt hoffentlich in der nächsten Folge schon erledigt mit dem Aufwerten. Das ist halt der Plan, der Gedanke dahinter gewesen, dass ich gesagt habe, ich setze den zweiten Bus an, sonst dauert es einfach selber zu lange. So, volle Haltestelle, Sonnenleitnerhof. Die Haltestelle kann sogar ausgebaut werden mittlerweile. Gut, dann nehmen wir den Sonnenleitnerhof jetzt mal raus. Hallo. Nur hin, bitte. Ja, gleich, bin sofort da. Nehmen wir den Haltestelle mal raus, übernehmen wir das ganze Ding. Jo. So, der Sonnenleitnerhof. 2 €. Seniorenticket, wir haben gleich sogar einen Zahltag schon. Ja gut, was verdient auf diese Runde, ne? Auf der bis ja. Eine Frage. Klar, natürlich, wir verdienen jetzt nicht irgendwie 200.000 pro Runde. Ja, aber wir verdienen. So. Noch einer oder was? Haben wir mittlerweile schon rausgekriegt. Wir haben schon 106.000 verdient. Also wie gesagt, wir sind 200 Runden gefahren, dann sind wir jetzt 106.000, also 80.000 pro Dings. Pro Runde. Also nicht Zahltag, sondern pro Runde. Wir haben jetzt so 2-3 Zahltage pro Runde. Was ist das? Jetzt müssen wir Gott sei Dank nicht irgendwo abbiegen. Wir fahren nämlich vor Sonnenstraße und dann ist es durch. Ich habe jetzt hier den Sonnenleitnerhof gerade schon wieder rausgenommen. Das heißt, der fliegt ist jetzt raus, weil der schon auf 3 jetzt ist. Ich weiß jetzt jede Haltestelle, die auf 3 ist, schon raus. Und hier haben wir dann hoffentlich immer das Thema durch. Also auch, glaube ich, 1, 2 auf 1. Die wir dann hoffentlich bald auch hoch haben. Ich hoffe, dass wir es bald haben. Aber wie gesagt, jetzt ist es mal hier in den Sonnenleitner, die Sonnenstraße anfahren. Und dann ist es durch für heute. Da dürfte kein Bunker sein. Dürfte eigentlich keiner stehen. So, Sonnenstraße. Zahltag, Level 202. Klicker gesetzt, weil ausgefallen sind. Ja, oh Gott, passiert. Das, was man extrem Zeit und Geld kostet, sind die Gehälter und natürlich auch die Fahrzeugwartung. Aber wir sind jetzt so 17.000 pro Runde. So, jetzt muss ich hier wieder drehen. Ist das echt jetzt das Problem, dass wir drehen müssen? So, ich nehme jetzt mal kurz wieder die Haltestelle. Jetzt war schon auf 3. Jetzt fahren. Leko, bam. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's hoffentlich zum letzten Mal. Halt auf, ja.